Ja, da haben wir die Quelle der Musik. Ach du Schreck. Und was haben wir da? Eine riesige Six. Six, wir sind doch Freunde. Six, ich bin's, Mono. Eine Puppe. Glaube, das ist keine. Zum Rufen Q drücken. Werfen ist keine gute Idee. Komm her. Six, wir sind doch Freunde. Ich weiß nicht, was mit dir passiert ist, aber du hast doch mit mir das Abenteuer erlebt. Ich weiß nicht, wer dich zu so einem großen Viech gemacht hat. Wir haben einen Hammer. Ich will Six nicht damit hauen. Will auch die Box nicht kaputt machen, die Spielmusikbox. Okay. Sollen wir die Six damit hauen, oder? Das halte ich aber für keine gute Idee. Ihr auf die Hand hauen, oder was? Doch Schreck. Ich will auch Six nicht wehtun. Was soll denn der Mist hier? Ich leg den Hammer weg. Was soll denn der Mist? Ich weiß nicht, was mit dir passiert ist, aber Six, komm mit. Wir sind doch Gefährten. Komm mit mir. Hier hinaus. Können wir nicht. Okay, sie schubst uns zurück. Mit dir passiert, Six. Können wir dir ein Spielzeug geben, ein Teddybären? Was tun wir hier? Scheint nichts zu bringen. Okay, der Hammer. Was ist mit ihm los? Ich muss gerade neu starten, weil den Hammer, den brauchen wir wahrscheinlich. Der backt in der Luft. Was ist mit Six passiert? Six. Du bist doch Six, oder? Du kannst nicht Six sein, so ist. Sieht doch Six nicht aus. Sollen wir es machen? Sollen wir Six mit dem Hammer hauen? Ich glaub's ja nicht.
Ach du Schreck. Was haben wir getan? Wir haben sie uns zum Feind gemacht. Aber Six. Was ist los mit dir? Was haben sie mit dir gemacht? Was ist mit dir geschehen? Mit der einst so lieben Six. Der lieben netten Six. Jetzt rennen wir vor ihr weg. Als wäre sie ein Monster. Sie ist ein Monster, aber... Ja. Was ist mit der kleinen süßen Six passiert? Ach du Schreck. Müssen wir von der großen Monster Six abhauen. Das war wohl nix. Ach du Schreck. Und das scheint tatsächlich das Finale zu sein. Und Endboss kein geringerer als Six. Unsere liebe kleine Six. Ach du Schreck. Ein Rennlevel. Jetzt müssen wir entkommen. Jetzt müssen wir Six entkommen. Hindurch tot. Und ein Tisch. Und ein Tisch. Was machst du denn? Na komm. Okay, wir sollen unterm Tisch bleiben wahrscheinlich. Bleib. Weißt du, wo durch die Tür kommen? Ich glaube nicht. Räumen sie den Tisch weg, oder? Es geht durch die Tür. Wir gehen hinterher. War doch laut. Und das wird jetzt laut. Ach du Schreck. Wir haben die Angst. Oh Kacke. Es war zu nah. Was, wenn wir hier weitergehen? Guck mal, wieder hier wieder raus. Ah, okay. Okay, das war zu nah. Aber wie nah dürfen wir ran? Müssen wir nur ihre Schläge mit der Axt verhindern. Was zum Henker? Was tun wir hier? Wir müssen wahrscheinlich an die Spieldose herankommen.
Und was müssen wir hier tun? Ich bin planlos. Mal wieder. Ach du Schande. Auf die Dose. Wir müssen vielleicht die Dose erreichen, bevor sie zuschlägt. Aber wieso sollten wir die Dose zerstören? Das ist so viel Widersprüchliches hier. Warum sollten wir eine Spieldose zerstören? Und wie erreichen wir sie? Vielleicht müssen wir es weglenken von der Dose. Okay, mit der Axt kriegen wir das nicht hin. Ich denke, wir müssen sie weglocken von der Box. Komm zu Daddy. Ach du Schreck. Na komm. Wie können wir sie denn hier weglocken? Die kriegt uns doch. Kriegt uns doch immer wieder. Und mit Axt können wir ja nicht rennen. Oder können wir mit Axt rennen? Meine Fresse. Ah, okay, Sekunde, ich habe da eine Idee. Genau hier. Wir können nach links rennen und dann durch die nach rechts und durch die rechte Tür. Bringt uns ja hier hin. Na komm. Ja, da muss man rennen können. Verstehe, wenn sie da abgelenkt ist. Aber was zum Henker? Na komm. Die kriegt uns doch. Wie sollen wir die da ablenken? Wie? What the hell? Was zum Fick? Okay, vielleicht bringen wir sie irgendwie durch die Tür. Na komm. Komm. Komm her! Komm her! Ach Schreck, das ist doch hier. Schreck. Ja, komm. Komm zu Daddy. Ja, komm. Nicht wieder hinsetzen. Nee. Aber wie? Die beruhigt sich da relativ schnell wieder. Na komm. Und jetzt und jetzt und jetzt und. Okay.
ich höre dann auch wieder auf. Ne, das ist... Das ist es nicht. Meine Fresse. Okay, jetzt kommt es aber dann, die erwischt uns. Meine Fresse, ich werde hier noch 2 Stunden festhängen. Ich hatte Angst, dass wir zu schnell ins Finale kommen und... Es ist so, das ist... Ich weiß es nicht. Wie? Was? Wo? Wann? Warum? Was? Okay, wir haben hier die Axt. Na komm doch mit. Da erwischt sie mich wieder. Wie kriege ich die da von der Box abgelenkt? Verstehe ich nicht. Vielleicht mal ein Neustart. Die hört da immer auf bei mir. Das ist ja... Ich habe mir mittlerweile eine Komplettlösung angeguckt. Lässt sich da nicht ablenken. Eine Komplettlösung schlägt sich hier in diese Tür rein. Und dann ist sie abgelenkt und dann können wir... Das tut sie hier nicht. Was mache ich falsch? Okay, wir kommen mit der Axt hier durch die Tür. Sie hat ihre... Wie? Sieht uns hier gar nicht. Ah, okay, wir können sie rufen. Aha. Dann mit der Axt. Verdammt. Das mit dem Rufen habe ich nicht kapiert. Wir müssen noch rechtzeitig zur Box und die Box zerstören. Das war zu weit weg. Ich verstehe, was zu tun ist. Das nicht. Genau das. Bin natürlich selbst drauf gekommen. Okay, wir sind im Dunkeln. Bin ich ganz allein drauf gekommen. Oh, hier haben wir die Axt. Was passiert hier nur? In welchem abstrusen Albtraum sind wir? Oh nein! Next Level. Okay, da hinauf können wir nicht. Okay. Wir müssen sie also logischerweise noch nach dort drüben rufen.
Hier hoch. Knappe Sache, aber ich verstehe, was zu tun ist. Nicht hauen. Ich habe gar keinen Leertaste gedrückt. Oha, da hat sie uns zerschmettert. Müssen wir schneller agieren. In der Axt kann man leider nicht so schnell rennen. Ich vermute, wir müssen sie dreimal besiegen. So ist das bei Endbossen. Mario hat es vorgemacht. Nein, hier nicht festhängen. Ja, schön. Mario hat es etabliert. So werden wir hier auch drei Levels haben. So. Die Box schon wieder zerstört. Und schon wieder in diesem Nichts. Ich will doch nur, dass du mit mir spielst. Six. Und dass du von diesem Monster wieder zurückkehrst, dass du aufhörst, dieses Monster zu sein. Ich will dir doch nichts. Nimm mal schon wieder die Axt. Und schon wieder die Tür. Schreit nach Level 3. Okay. Diesmal liegt die Axt dort oben. Aha, und diesmal haben wir hier das Level, wo wir durch müssen. Okay, kleiner Plan. Da können wir nicht hoch, wahrscheinlich. Okay, wir müssen sie hierher rufen. Dann können wir da oben die Axt holen, erstmal. Ich versuch's einfach mal. Oha. Okay, die Axt liegt dort oben. Ich versuche mal gerade was. Wenn das da drüben ist, müssen wir die Axt hochheben. Wie kommen wir an die Axt ran? Wie kommen wir an die Axt heran? Wie kommen wir an die ran? Okay, hier. Danach hier. Komm hier durch. Zeit, die Axt zu nehmen. Nee, an die Axt kommen wir nicht ran. Aber wie kommen wir? Wie sonst? Von unten heranspringen? Jetzt die Axt holen. Wir kriegen diese Axt doch niemals. Wie kommt man an die Axt? Okay, versuchen wir es einfach. Trial and Error. Hier bin ich. Hier bin ich. Verdammt. Also mich durch die Tür mit der... Ach, ach je. Drittes Level ist gar nicht mehr so leicht. Hier bin ich. Verdammt. Da habe ich doch gar nicht gerufen.
Jetzt hat sie mich. Und dadurch. Oh nein, ich war zu nah in der Spielkiste. In der Spielbox. Ach, verdammt. Dann mit der Axt runterspringen und dann machen wir nochmal. Dann schon mal weiter. Und wir mit der Axt hochkommen. Erstes Level Axt bekommen. Und ab dafür! Verdammt! Da kommen wir nicht. Da müssen wir ein bisschen schneller sein. Verdammt! Dann herrscht jetzt die Tastatur nicht mehr. Jetzt kommen hier Tollpatschigkeiten zur Lage. Okay, konzentriere dich, Zwergi. Ach, verdammt! Mit einem kleinen Finger noch gehauen hier. Das ist doch nicht wahr. Konzentriere dich, als ob die mich jetzt mit kleinen Finger hier noch. Es ist doch echt genial. Als ob die. Hat die mich jetzt dort noch gekriegt oder was? Nee, jetzt bin ich hier. Nö. Och nö. Och nö. Okay, meine Mission ist die Axt zu bekommen. Alter. Dieses Level ist so. Ist die andere Art von Boss-Level. Das ist so ein bisschen. Ja. Das braucht man schon ein bisschen Grips im Kopf. Okay, erstmal. So kommen wir nicht an die Axt dran, wenn wir da einfach hochrennen. Muss die Axt holen. Wäre auch eine Möglichkeit, dass wir das mal versuchen. Theoretisch ist das hier machbar. Meine Fresse. Uff. Security-Pause. Ich muss mir das Ganze nochmal von fern angucken. Einen Schritt zurück.